nennt sich Aquarius oder so. Das ist ein Wasserturm. Und da ist ein Museum drin. Und da kann man außen hochgehen mit einer Gittertreppe. Da freut Katrin sich schon drauf. Außen hochgehen, da gibt es mit Sicherheit auch einen Aufzug. In dem alten Gebäude noch nicht. Wohl. Ja, bin ich mal gespannt. So, wir haben jetzt die 52 Meter erklommen. Was sagst du, Katrin? Schön. Ah. Das war ich. Nein, die muss man nicht weg. Keine Panik. Das ist schön hier. Da oben ist die Spitze vom Wasserturm. Das Aquarius Wassermuseum in Stürum, einem Stadtteil von Mülheim an der Ruhr, befindet sich in einem stillgelegten Wasserturm und gehört zur Rote Industriekultur. August Thyssen ließ 1892 den 50 Meter hohen Turm zur Versorgung seiner nahegelegenen Röhren- und Walzwerke sowie der Gemeinde Stürum errichten. 1912 wurde das Gebäude an die gerade neu gegründete Rheinisch-Westfälische Wasserkraftgesellschaft RWW verkauft, die auch heute Betreiberin des Museums ist. Der 1982 stillgelegte und seit dem 26. Mai 1929 unter Denkmalschutz stehende Turm wurde im Rahmen der Landesgartenschau Myga bis zum Jahr 1992 saniert und zum Museum umgebaut. Das preisgekrönte Museum bietet auf 14 Ebenen und 30 Stationen ein multimediales Erlebnis über Ursprung, Kreislauf und Erscheinungsform von Wasser. Mit einer Chipkarte kann man auf zahlreichen Computersimulationen, Filme und Spiele zugreifen. Eine besondere Attraktion ist die Fahrt mit den gläsernen Aufzügen, von denen einer durch den Wasserbehälter fährt, der früher 500.000 Liter Wasser speicherte. Von dem rund 40 Meter hohen gläsernen Rundgang kann man auf das Ruhrtal der Städte Mülheim, Duisburg, Oberhausen, Essen und Bottrop schauen.